Herzlich willkommen bei Trendinvest. Heute schauen wir uns mal einen sehr interessanten ETF an. Dieser investiert in disruptive Technologien. Technologien, die die Möglichkeit haben, Branchen wirklich durcheinander zu wirbeln, ja, und so neue Türen aufzumachen für Unternehmen, die dann ein großes Umsatz- und Gewinnwachstum in Zukunft versprechen. Und weil es relativ kompliziert ist, solche Firmen einzeln rauszufinden und dann auch noch die auszuwählen, die wirklich erfolgreich sind, ist hier das Investment über einen ETF wohl die beste Wahl. Und deswegen schauen wir uns den heute an. Dazu klären wir erstmal, was eine Disruption ausmacht. Ja? Was ist ein Disruptor? Was charakterisiert den? Und zwar sind es meistens Unternehmen, die in dem Small- und Mid-Cap-Bereich unterwegs sind, weil die großen Unternehmen schon festgefahrene Strukturen haben und dementsprechend weniger Potenzial haben, so eine Disruption auszulösen von der Branche. Dementsprechend sind es kleinere Unternehmen, die ein bestehendes, umständliches Konzept ablösen möchten. Als Beispiel könnte man hier vielleicht Open Door nennen, die ich ja hier in dem Video schon mal vorgestellt hatte, die aufgrund von ihrer neuen Technologie das alte umständliche Konzept des Häuserweitervermittelns ja, über einen Makler disruptieren. Ja. Also da kommt alles zusammen. Sie sind in diesem Small-Mid-Cap-Bereich. Es gibt ein umständliches Konzept, was verbessert werden kann mit Hilfe von neuer Technologie. Und diese drei Eigenschaften kann man dann auch übertragen auf andere Branchen zum Beispiel, um diese Disruptoren zu finden. Da stellt sich dann natürlich immer die Frage, können diese Disruptoren denn auch dieselbe Qualität liefern wie die ursprüngliche Dienstleistung oder das ursprüngliche Verfahren, was angewendet wurde? Und da muss man klar sagen, meistens können sie das noch nicht. Und das ist auch eine Eigenschaft von einem Disruptor. Ja, also es wird oft nicht die gleiche Qualität erreicht wie das alte Konzept oder die alte Dienstleistung. Aber das ist eher ein positives Zeichen, weil das dann eher wirklich auch für einen Disruptor spricht. Das muss man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zum Beispiel jetzt auch bei Tesla, ja, es wird dann gesagt, dass die Qualität der Autos an sich relativ niedrig ist, ja, dass sie schlecht abschneiden in den Tests und so weiter, aber Tesla weist ja auch alle Eigenschaften eines Disruptors auf, dieser herkömmlichen Automobilbranche. Also werden wir meist Unternehmen finden, die genau in diese drei Kategorien passen. Ja, also eher kleinere Unternehmen, weswegen ich es auch besser finde, hier in einen ETF zu investieren als in einzelne Aktien, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit dieser einzelnen Aktien dann vielleicht etwas niedriger ist, aber in Summe können sie dann wirklich sehr gut performen, weil dann ein paar dabei sind, die extrem gutes Kurswachstum dann aufweisen, weil deren Konzept funktioniert, weil die Disruption der Branche funktioniert und dementsprechend dann die Rendite von dem ETF pusht und man reduziert das Risiko, dann in eine Einzelaktie zu investieren, die halt nicht so gut funktioniert. Dementsprechend der ETF hier eine gute Wahl. Welche Branchen sind denn in dem ETF vertreten? Das sind größtenteils Branchen dabei, die entweder komplett neu sind, ja, also wo der Markt vorher noch gar nicht erschlossen war, oder es sind Branchen dabei, die die Möglichkeit haben, wirklich andere Branchen zu disruptieren. Zum Beispiel 3D-Druck ist was komplett Neues. Ja. Dann die Gesundheitsbranche, da ist dann mit der Genomik zum Beispiel auch was komplett Neues entstanden durch einen Fortschritt in der Technologie, die eine Disruption ermöglicht. Dann haben wir das Internet of Things, Robotik. Robotik wäre dann eher eine Weiterentwicklung und eine Ablösung von analogen Prozessen, ja, also die man wirklich mit der Hand durchführen muss zum Beispiel. Dann Cloud Computing in der Rolle der Dezentralisierung unserer Rechenleistung, saubere Energie, Fintech, um die Banken abzulösen, ist ja auch ein sehr altes, eingefahrenes System. Dann haben wir intelligente Netze, Digital Payment, als die Ablöse vom Bargeld, die wir jetzt auch in der Corona-Zeit weiter vorangetrieben haben, und die Cybersicherheit als Folge der Digitalisierung. Dementsprechend sind hier Branchen gelistet, die entweder disruptiver Natur sind oder Technologien beinhalten, die Disruptivität fördern. Dann stellt sich natürlich die Frage, nach welchen Kriterien der ETF die Unternehmen aussucht. Und zwar gehen sie so vor, dass sie eine Liste von Schlüsselwörtern durchgehen, die auf die einzelnen Unternehmen anwenden und dann schauen, wie groß ist der Umsatzanteil des Unternehmens an dieser bestimmten potenziellen disruptiven Technologie, ja, oder an dem bestimmten Schlüsselwort. Und das in Kombination lässt das Unternehmen dann auf eine bestimmte Liste wandern. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein großes Unternehmen haben, das zwar vielleicht auch Wasserstoff oder sowas herstellt oder in der Richtung forscht, aber das nur ein sehr kleiner prozentualer Ansatz vom Umsatz ist, dann wird es eher weniger auf diese Liste wandern als ein Unternehmen, was sich komplett auf zum Beispiel Generation von grünem Wasserstoff spezialisiert. Dementsprechend haben die kleineren Unternehmen hier einen Vorteil bei dieser Auswahl. Diese Auswahl wird einmal jährlich durchgeführt
Und es werden auch die Themen evaluiert, ja, also die Liste der Schlüsselworte sozusagen aktualisiert mit Hilfe von einem Experten in diesem Gebiet. Und als nächster Schritt werden alle Unternehmen rausgekickt, die nicht ESG-konform sind, ja. Also dementsprechend Waffen herstellen oder in der Tabakindustrie sind. Und zum Schluss stellt sich natürlich noch die Frage nach der Gewichtung. Und das wird gemacht anhand des jährlichen Umsatzwachstums, dem Return of Investment, also der Kursanstieg, der bisher passiert ist, und wie groß die prozentualen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in dem Unternehmen sind. Das heißt, eine kleine Firma, die sehr innovativ unterwegs ist, viel in Forschung und Entwicklung investiert, kriegt dementsprechend hier einen Vorteil in der Gewichtung. Wird höher gewichtet als ein Unternehmen, was zwar auch in dem disruptiven Sektor unterwegs ist, aber nur wenig für Forschung und Entwicklung ausgibt. Weil wir uns natürlich von dieser Forschung später einen Wettbewerbsvorteil erhoffen, weil die Technologie besser ist, weil sie ausgereifter getestet wurde. Ja. Dementsprechend ist es aussichtsreicher für das Unternehmen, wenn hier viel in Forschung und Entwicklung investiert wird. Gerade in neuen Technologien. Dann schauen wir uns mal an, in welchen Marktphasen sich die Unternehmen größtenteils befinden, die in dem ETF hier inkludiert sind. Und zwar sind wir hier meistens in der Hype- bzw. Bewährungsphase. Natürlich sind disruptive Unternehmen wirklich sehr beliebt gerade. Ja, das sind starke Wachstumsunternehmen, die eine sehr gute Zukunftsaussicht haben, wenn sie Marktanteile von alten, bestehenden, großen Unternehmen abzwacken können. Und dementsprechend hier Hype- beziehungsweise Bewährungsphase für Small- und Mid-Cap-Unternehmen. Das ist schon das Gebiet, wo wir uns hier befinden. Dann werfen wir natürlich noch einen Blick auf den ETF an sich, hier bei justetf.com. Und da sehen wir hier, das ist der Name, Luxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered. Also ein Luxor ETF. Wir sind gerade bei einem Kurs von 14,69 €. Der ETF ist sparplanfähig. Und wir haben eine Gesamtkostenquote von nur 0,15% pro Jahr. Das ist wirklich sehr niedrig. Und die Fondsgröße sind wir jetzt gerade bei 270 Millionen. Das Ganze ist ein physisch replizierender ETF, der thesaurierend ist und in Luxemburg aufgelegt. Dann schauen wir natürlich noch an, wie der Kursverlauf gewesen ist. Und dann sehen wir hier schon, dieses Jahr war wirklich phänomenal. Der ETF wurde aufgelegt hier im März letzten Jahres erst und seitdem ist er schon knapp 100% gelaufen. Man merkt, dass die Anleger diese disruptiven Unternehmen wirklich bevorzugen und dementsprechend spiegelt sich das natürlich auch hier in dem Kursverlauf wieder. Dann werfen wir noch einen Blick auf das Factsheet. Ich mache es mal ein bisschen größer. So, die Informationen haben wir gerade schon gesehen. Hier auch nochmal der historische Kursverlauf, wenn man das Ganze ein bisschen in die Vergangenheit noch blicken lässt. Aber da würde ich jetzt nicht zu viel drauf geben, weil die Unternehmen ja jährlich gewechselt werden. Und das denke ich mal, die Projektion bezieht sich jetzt gerade auf die Zusammenstellung von den jetzigen Unternehmen. So, und da haben wir hier natürlich erstmal die 10 Top Holdings. Und wir sehen anhand den Prozenten 1,29, 0,88. Es gibt nicht das große Unternehmen, was in diesem ETF drin ist. Die Gewichtung ist relativ ähnlich und ist nur marginal. Ja, dementsprechend, das sind Namen dabei, von denen hat man eher selten was gehört. Editas Medicine, Fate Therapeutics, Enphase Energy, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. CRISPR Therapeutics darf natürlich auf keinen Fall fehlen in dem ETF. Lightspeed, POS, Alphen, GCL, Poly Energy Holdings, Intron Biotechnology, Sanova Energy International und Sosei Group Corp. Ihr seht, dass es relativ unbekannte Unternehmen sind. Ja? Und das ist ein weiterer Vorteil von diesem ETF, weil man selber meist gar nicht auf die Idee kommt oder gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie an diese Unternehmen ranzukommen. Und hier bietet der ETF natürlich dann die Möglichkeit, in diese kleinen Unternehmen zu investieren, ohne ein allzu großes Risiko dabei zu haben. Was die Gewichtung angeht, sehen wir hier, dass die Informationstechnologie knapp 45% einnehmen, das Gesundheitswesen ist mit 35% vertreten, die Industrie mit 8,7%, dann kommen Versorgungsbetriebe mit 4,7%, Nicht-Basiskonsumgüter mit 2%, Energie mit knapp 2% und dann Kommunikationsdienste, Finanzwesen, Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Von der geografischen Aufteilung sind wir mit 60% in den Vereinigten Staaten, 8% in China, 5% in Japan, 4% in Deutschland, immerhin, 3% in Korea, 2% Kanada, 2% Niederlande, 2% Schweiz, dann haben wir Taiwan mit 1,7% und andere mit 10%. Also wir haben eine schöne Diversifikation auch in den Schwellenländern, das ist auch immer schön zu sehen. Ihr seht, ich habe euch mal wieder eine interessante Investmentmöglichkeit aufgezeigt.
Und ich habe auch noch einiges für dieses Wochenende geplant. Dementsprechend lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine attraktiven Investmentmöglichkeiten in Zukunft mehr. Und damit zurück zur Präsentation. Dann fassen wir doch den ETF nochmal zusammen. Wir haben Unternehmen in diesem ETF, die überdurchschnittlich wachsen. Die Stärke des Kurses ist hier wirklich schon beachtlich. Und wir sind natürlich in einem Bereich unterwegs, wo Innovation vorausgesetzt wird. Dementsprechend hier auch die höhere Innovationsstufe. Und was die Kosten angeht, sind wir hier wirklich in einem sehr guten Bereich. Weil es ein Luxor-ETF ist, kann das Ganze kostenlos bespart werden bei der Consorsbank. Und die Comdirect hat auch ein spezielles Angebot, dass man diesen ETF dort auch kostenlos besparen kann. Und natürlich ist er auch bei Scalable Capital besparbar. Allerdings zahlt man hier diese 1 € Gebühr jeden Monat. Weil es noch ein relativ neuer ETF ist, habe ich hier keinen Langzeittrend für euch. Aber ihr seht, der mittelfristige und der kurzfristige Trend hier unten rechts an den Pfeilen ist beides aufwärts gerichtet. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie würde ich jetzt in diesen ETF investieren, weil er jetzt auch schon gut gelaufen ist. Also meine Strategie ist hier, dass ich eine monatliche Sparrate auf den ETF einrichten würde, um einfach von dem Wachstum zu profitieren. Aber man sollte auch davon ausgehen, dass eventuell Rücksetzer nochmal ins Haus stehen könnten. Ich habe dieses Wochenende wirklich noch einige tolle Themen für euch geplant, mit einem zusätzlichen Guide und neuen Specs. Dementsprechend, falls ihr noch nicht abonniert seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr diese Videos auf keinen Fall verpasst. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann lasst mich noch in den Kommentaren wissen, was ihr von dem ETF haltet. Wenn ihr noch mehr von diesen kleinen disruptiven Unternehmen sucht, die noch nicht an der Börse gelistet sind, aber in die man jetzt schon investieren kann, dann schaut euch hier oben rechts mal die Liste mit den Specs an. Und wenn ihr noch relativ neu seid und noch ein paar Tipps und Tricks in der Charttechnik braucht, dann schaut hier unten rechts mal bei den Guides vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.